Morgen. Wir wollten noch mal ganz kurz was zum Stellplatz auf dem Weingut Nell sagen. Von Nell, so viel Zeit muss sein, in Trier sagen. Schön. Ruhig, wie ihr seht, wir haben ja auch schon mal so einen Rundblick gemacht, mitten in den Weinbergen im, wie heißt das, Tiergartental ist das hier, das Tiergartental. Ja. Und hier sind 10, 12 Stellplätze mit Strom. Es gibt noch hier so ein bisschen Ausweichfläche, also wenn man Nutter Mann ist, kann man sich da immer noch hinstellen. 10 Euro die Nacht pro Wohnmobil und da ist der Strom inklusive. Und Frischwasser. Außer man benutzt einen Backofen oder die Klimaanlage oder was weiß ich was wirklich Strom oder Fußbodenheizung oder sowas. Das hat er dann nicht so gerne, dann hätte er gerne noch ein bisschen was extra. Aber so der normale Stromverbrauch ist mit drin und Frischwasser ist mit drin. Einziger Nachteil hier ist keine Entsorgung. Also weder Grau noch Schwarzwasser kann hier entsorgt werden. Das muss dann unten im Ort auf einem Platz passieren. Aber für ein, zwei Nächte tippelitopp. Ist okay. Und man muss auch wirklich nur in die Stadt runterfahren. Hinter McDonald's, sagt er, könnte man entsorgen. Genau. So. Ja, da wäre eine Station. Unten an der Mosel irgendwo. Ansonsten ist man hier in 20 Minuten mitten in der Altstadt von Trier, kann sich alles angucken. Mit dem Fahrrad kann man auch fahren, das dauert dann natürlich entsprechend kürzer. Es geht rückwärts dann aber ein bisschen bergauf, sollte man wissen. Und in der Fußgängerzone ist Fahrradfahren verboten. Logisch ist ja Fußgängerzone. Man muss sich also einen Platz suchen, um das Fahrrad abzustellen und kann dann alle Sehenswürdigkeiten in der Altstadt angucken. UNESCO-Weltkulturerben. Ja. Richtig, die liegen auch alle gut beieinander. Also man kann das alles ganz gut abklappern. Genau. Und kann schön shoppen gehen. Schöne Einkaufsstraße. Und schön essen gehen. Ja. Ja. Gut. Also, der Platz hier unbedingt empfehlenswert. Wir würden wieder herkommen. Ja, auf dem Weingut oben kann man natürlich auch eine Weinprobe machen, Wein kaufen und selbst gekellerten Sekt und Essen kann man auch. So, also Weinprobe und Essen, genau. Von mittwochs bis sonntags kann man hier wohl auch lecker essen gehen. Jetzt ist heute Dienstag, wir haben es nicht ausprobiert. Wein kaufen kann man immer. Genau. Genau. Wenn man ankommt, muss man, also man kann sich hier ein Plätzchen suchen, dann muss man einmal um die Ecke gehen Richtung Weingut und klingeln und sagen, dass man da ist, 10 Euro abgeben und dann geht alles von alleine. Sollte keiner da sein, kann man die 10 Euro auch in den Briefkasten werfen. Genau, das sind Briefumschläge, da schreibt man das Autokennzeichen, Name drauf und 10 Euro rein und ab in den Briefkasten und fertig dann ist das gut. Also es ist wirklich ganz, ganz unkompliziert, traumhaft schön. Es gibt noch einen schönen Rundweg hier einmal ums Weingut. Kann man schön spazieren gehen, also toll. Kriegt von uns? Ich würde sagen 8. Ich würde auch sagen 8. 8, weil keine Entsorgungsmöglichkeit, ja. Aber das müssen wir natürlich sagen. Wir sagen aber auch deswegen 8, weil keine Entsorgungsmöglichkeit. Ja. Ansonsten wären es auch mehr. Mit Entsorgungsmöglichkeit wären es bestimmt sehr viel mehr. Alles klar, bis dann. Viel Spaß hier. Ist übrigens auch einfach zu finden und relativ gut ausgeschildert. Also man sollte die Hauptstraße nicht so schnell hochfahren, weil dann geht es rechts ab in den Tiergarten, also in die Straße im Tiergarten und da steht auch ein Hinweisschild. Aber wenn man daran vorbeirauscht, genau, dann ist man vorbei. Aber die meisten fahren sowieso mit Navi. Also es ist gut zu finden, einfach und gut anfahrbar. Mhm. Fahrt her, es ist wunderschön. Ach, was noch erwähnenswert ist, hier gibt es Esel, hier gibt es Ziegen und es gibt Rinder, die stehen alle, also die Wohnmobile, ihr seht, die stehen hier alle in einer Reihe. Dann kommt im Anschluss ein kleiner Bach. Nach dem Bach kommen ein paar von den Tieren, sind nicht viele. Also ist jetzt hier wirklich kein großes Gedöns. Es riecht auch nicht oder so. Es ist wirklich ganz idyllisch. Ne? Mhm. Schöner Springbrunnen und ein Weiher hinten dran. Haben wir jetzt nicht viel von gesehen, weil alles schön eingewachsen ist. Aber das macht's nochmal. Ja. Also, fahrt her, es ist schön. Und von uns 8 Leni und Toni Sterne. Genau. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.